Und aus Moskau erreicht uns soeben diese Eilmeldung. Im Moment soll es keine Entsendung von Truppen in die Ostukraine geben. Das ist also die neueste Nachricht jetzt, die wir aus Moskau erreichen und über die ich auch sprechen möchte mit meinem Kollegen Michael Wühlenweber, jetzt noch immer vor dem Kanzleramt für uns, und außerdem Jens Reupert in Brüssel. Wir wollen als allererstes nach Berlin schauen. Michael Wühlenweber, wir haben jetzt also die Nachricht, es soll keine Truppen jetzt keine Truppenverlegung geben. Gleichzeitig reagiert Deutschland ganz klar mit dem Stopp von der Nord Stream 2 Pipeline. Warum hat Olaf Scholz so lange gezögert, dieses Wort überhaupt in den Mund zu nehmen und jetzt auf einmal dann doch diese ziemlich schnelle Entscheidung dazu, dass es diese Sanktionen jetzt geben muss? Also zuerst einmal, es gab ja keine Sanktionen außer den beschlossenen im Rahmen der Annexion der Krim. Auch von anderen Staaten gab es ja in den letzten Wochen oder Monaten keine zusätzlichen Sanktionen. Und man hatte sich ja international eigentlich dann auch im Westen darauf verständigt unter den Alliierten, dass zu Sanktionen gegriffen werden soll, wenn tatsächlich Wladimir Putin den Rubikon überschreitet. Also diese rote Linie. Und diese rote Linie hat er mit der Annexion, mit der Anerkennung der beiden sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk nun überschritten. Und damit wurde sozusagen jetzt eine Reaktion fällig. Und der Propfen, den Olaf Scholz ja auf die Pipeline nun gesetzt hat, das Zertifizierungsverfahren ausgesetzt hat, muss natürlich, darüber muss man sich natürlich auch im Klaren sein, das muss nicht für die Ewigkeit gelten. Also man kann natürlich solch ein Zertifizierungsverfahren auch theoretisch zumindest dann auch wieder aufnehmen, aber dafür müsste es natürlich ein Einlenken geben. Also die lang erhoffte, von vielen lang erhoffte, nun scharfe Reaktion ist gekommen von deutscher Seite. In Brüssel werden ja weitere Sanktionen vorbereitet. Das wird ja gleich der Kollege Jens Reupert uns da noch mal detailliert darstellen. Aber bei diesen Sanktionen muss es nicht bleiben, denn Christine Lambrecht zum Beispiel hat vor gut einer halben Stunde in Litauen beim Besuch der deutschen Truppenteile in Rukla klar gemacht, dass auch eine weitere Aufstockung deutscher Truppenteile im Baltikum zum Beispiel dann möglich ist. Das hat sie ganz klar in Aussicht gestellt. Also die Kalkulation von Wladimir Putin, weniger NATO zu bekommen, letztendlich dann in der eigenen Nähe, die geht nicht auf. Er bekommt im Zweifel mehr NATO.